Ich bin so froh, dass du einen Alleingang hingelegt hast, Mr. Bronson. Halt die Klappe und schieß! Wir müssen sie abwehren! Ich kann von hier aus mehr von dem Feuerwerk abfackeln und dir helfen! Yeah. Und hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alan Wake. Wie ihr seht, sind wir natürlich hier direkt erstmal, wir sind hier natürlich wieder direkt in vollkommener Gefahr. Wie sollte es auch anders sein? So. Wow. Yeah, da sind wir irgendwas ausgewichen, ich hab's nicht mal gesehen. Oh, scheiße. Verdammt. Wir werden hier die ganze Zeit abgeschossen, wie die Glocken. Vorne ist ganz klar. Na kommt schon. Alter, das war echt eine verdammt beschissene Idee mit so viel Action. Die Aufnahmen zu starten. Also, eine schlechte Idee aus der letzten Aufnahme. Oh, scheiße. Nein! Ah. Ich bin so froh, Scheiße. Dass du einen Alleingang hingelegt hast, Mr. Bronson! Halt die Klappe und schieß! Boah! Geil! Hochleistungstaschenlampe vom Feinsten! Wir müssen sie abwehren! Ich kann von hier aus mehr von dem Feuerwerk abfackeln und dir helfen! Ja! Und zwar überall! Hey, ja. Ich mache dich einfach! Alter! Ja. Jetzt geht's ja mal los. Sag mal. Oh, scheiße. Yeah. Oh, scheiße. Verdammt! Leiste Pumpgun! Oh, scheiße. Alter. Das ist scheiße schwer. Das glaubt ihr überhaupt nicht. Yeah, dann will sie wieder weghauen. Alter, das geht richtig ab hier mit der Action. So, jetzt nehme ich mir erstmal die Pumpgun. Oh, Alter. Mal ein kleines Safe hier. Ja. Alter, hier vorne ist sicher. Hier vorne. Ach du Scheiße. Kontrollpunkt, yeah. Geil. Los, bleib nach, bleib nach. Oh, da ist einer. Und Headshot. Ja, leider nicht. Egal. Komm, stirbt alle. So unglaublich, sind so unglaublich viele. Das glaubt ihr nicht. Jetzt pack den Kopf. Oh, scheiße. Alter. Das war schon knapp. Ja, natürlich wolltest du so kommen, weil jeder will das. Ich glaube, ich muss mal eben auf die Dinger wechseln. Yeah. Krawall und Zorn, Errungenschaften freigeschaltet. Ich weiß gar nicht, ob ihr das gerade da oben seht. Ich hoffe natürlich nicht, aber ich weiß es nicht. So, erstmal die Waffe nehmen, die ist noch nach. So, den haben wir auch schon mal weg. Da hinten kommt mal, ne? Children of the Elder Court. Yeah. Das ist echt ein cooles Lied. Fuck. So, den haben wir auch erledigt. Und zack, haben wir den auch. Dann kommt das schon der nächste. Oh mein Gott. Und wegschießen. 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 Yeah.
Das war der Hammer! Bright Falls, Amerikas Rock'n'Roll-Hauptstadt. Hey Al, hier geht's zur Farm. Ja, mit der Ruhe. Erstmal sammeln wir die ganze Muni ein. So, Moment. So, da bin ich wieder. Mal kurz Pause gemacht. Hab da aber jetzt nicht gesehen, weil ich das rausschneide. So, Thermosflasche. Zup, weg damit. So, was haben wir hier noch so rumliegen? Hier, Barry hat uns ja gesagt, dass hier überall Muni rumliegt. Die habe ich aber im Eifer des Gefechts nicht so gesehen. Oh, sogar Blendgranaten. Wie komfortabel. So, dann nehmen wir die Dinger nochmal auseinander. Revolvermuni. Ah, und schön Schrotflinten. Muni und Batterien. Wunderbar. So, das. Ah, ist leider voll. Batterien auch. Okay, also scheinbar alles voll. Hier muss da noch mehr rumliegen. Ach ja, ich kann übrigens mal die Schrotflinte nachladen. Die Pistol haben wir jetzt mal voll. Das ist äußerst gut. Ist hier auf der Rückseite noch irgendwas? Das ist echt ein cooles Ding hier, ne? Also die Bühne, die ist der absolute Hammer. Mal kurz an die Entwickler. Beste Idee ever. Richtig geil gemacht hier. Das muss man schon sagen. Old Gods of Asgard. Old Gods of Asgard, Entschuldigung. Nicht gleich abhaten in den Kommentaren. Ist ja okay, ist ja okay. Ich hab mich entschuldigt. So, weiter geht's. Los, Barry, zeig uns den Weg. Ich finde auch die Taschenlampe cool, die wir jetzt endlich haben. Ich frage mich, ob der Barry uns eigentlich mit seiner Taschenlampe helfen kann. Er kann ja die Viecher anleuchten, wir knallen hier nur ab. Das wäre eigentlich schon sehr praktisch. Kein Grund zur Sorge. Dein Starschnitt ist wie neu und da, wo er sein sollte. Ich hole ihn, sobald wir den Ort gesichert haben. Klar. Darum habe ich mir am meisten Sorgen gemacht. Wir müssen das Ding aus dem Weg schaffen. So weit bin ich gekommen, bis sie mir aufgelauert haben. Okay. Ja, schön. Können wir vielleicht... Wir müssen auf jeden Fall da hoch. So viel ist wohl sicher. Sollen wir mal da hinten zur Hütte? Komm, wir gehen mal da hinten. Ein bisschen gucken. Vielleicht finden wir noch irgendwas Interessantes. Oh, was höre ich da im Hintergrund? Kündigt sich da etwa wieder Gefahr an? Bin mir noch nicht ganz sicher. Alter, was ist denn da hinten los? Sieht ja krank aus. So, was haben wir hier noch? Können wir das eigentlich öffnen? Nein. Schade. Hui, so. Wir müssen da hinten entlang. Und zwar... So... Hier lang. Geht's nicht? Was? Ach. Okay, also weiß ich auch nicht. Scheinbar können wir vielleicht erst später dahin. Vielleicht auch überhaupt nicht. Das weiß ich nicht. Aber ist ja auch egal. Mein Gott, wenn wir nicht alles finden, dann haben wir halt nicht alles gefunden. Ist jetzt auch nicht so tragisch. Ich glaube auch, wenn man alles finden wollte, dann müsste man schon... schon deutlich mehr Spielzeit investieren, ich glaube, Alan Wake als das bisschen. Loswerden. Wie war das, Al? Oh, ich bin Alan Wake. Ich liege immer richtig. Wenn ich nicht kriege, was ich will, schmolle ich den ganzen Tag lang. Ich bin ernsthaft und launisch. Das macht mich anziehend und geheimnisvoll. Jetzt gerade stehe ich hier nur rum, weil mir mein bester Freund Barry helfen muss. Aber schon okay, er ist immer da, wenn ich ihn brauche. Das war eine tolle Showeinlage. Ja, das war ziemlich gut. Willst du meine Barry Wheeler-Imitation sehen? Nein? Na klar. Schade, die hätte ich gerne gesehen. Hui, jetzt erstmal den Tank weg. So einfach? Verwunderlich, dass es so leicht sein kann. Kannst du vergessen, dass ich da drunter hergehe? Nee. Also nein, auf keinen Fall. Es geht doch sowas von schief. Alter, wenn das jetzt hier runterkracht, ne? Wow, sieh dir das Ding an, Al. Die haben die Wikinger-Nummer echt auf die Spitze getrieben.